Ja, Gary, hallo, ich habe auf diesen Moment gewartet, bla 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 bla. Ich bin Champ der Pokémon-Liga, weiß, was du bedeutet. Lalalala. Taubos, okay. Habe ich ja schon mal so ein bisschen das richtige Pokémon ausgesucht. Wenn es noch treffen würde, wäre das ganz toll. Blitzkanone, Bams und paralysiert. Und natürlich Top-Genesung. Und natürlich trifft es nicht. Und natürlich habe ich jetzt keine Dings mehr. Das heißt also, ich mache weiter mit Snobilikat. Schockwelle. Daunenreigen. Schockwelle. Aeroass. Schockwelle. Aeroass. Schockwelle. Aeroass. Tod. Supididupi. Und Aeroass. Und Kopfno. Supi. Als nächstes kommt Simsala. Ja. Keine Ahnung. Weiß nicht, was ich da so wirklich nehmen soll. Nehme ich Fuchtler. Nehme ich wirklich Fuchtler. Bitte, danke. Danke, Taurus. Du bist wirklich... die Sonne. Du bist die Sonne. So. Dann heilen wir mal. Übertrank. Nee. Wir heilen Taurus. Weil Taurus kann Awesome Surfer. Und Awesome Surfer ist ziemlich awesome für Awesome Rizoros. Und Knüppelduff ist besiegt. Taurus. Und ja, Taurus wird von Seer getroffen. Supi. Und Rizoros macht Initiative senken, aber keine Chance gegen superschnelles Taurus. Kacke. Kacke, kacke, kacke. Ach komm, Bohrschnappen. Ja, bringt total viel. Das heißt also Beleber. Auf Knuddeluff. Denn Knuddeluff macht Walzer und walzert ihn tot. Hoffen wir das mal. Ja, Fuchtler natürlich. Und damit ist es verfasche. Es ist so klar, dass es trotzdem noch trifft. Es ist so klar. Und dann beleben wir noch einmal Knuddeluff. Drachenboot. Oh Gott. Und wir hypertranken es auch nochmal. Nochmal Drachenboot. Komm her. Komm Gottverdammt nochmal her. Und kämpfe wie ein Mann. Schallwelle. Och, es war so klar, Mano. Walzer. Okay, das war ein Fehler. Ich hätte es mir aber denken können. So. Dann beleben wir Knuddeluff noch einmal. Supi. Und warum durfte es jetzt dreimal angreifen? So. Danke, dass du dich einmal selbst angreifst. So, Hydropumpe, Supi, Beleber, auf Dodri, Knuddeluff. Ja, Drachenboot, mach ruhig Drachenboot. Mach ruhig weiter Drachenboot. Ja, stört mich nicht, danke. So, Arcani, komm. Ich hoffe mal, dass wir es... Lalala. Beleber. Und Taurus. Bitte, 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 bitte. Taurus, du bist jetzt meine einzigste Chance. Bitte greif jetzt nicht an. Okay, ich muss Relaxo holen. Ich muss Relaxo holen.
Nein, falsches Pokémon geholt. Und natürlich brennt Tauros. Okay, Sir. Warum ist es so asozial schnell? Okay, Akani ist mein größtes Problem. Akani ist mein größtes Problem. Ich habe noch zwei Beleber. Ein für Tauros. Und dann heilen wir erstmal Relaxo. Und mit Relaxo könnten wir doch auch eigentlich Erdbeben machen, oder? Erdbeben müsste doch eigentlich auch was bringen, ja. Dann heilen wir nochmal. Und irgendwann müsste auch dann Flammenwurf mal alle sein. So, und auch er macht Top-Genesung. War ja klar. Denn, ja. Hypertrank. Und nochmal Top-Genesung, genau. Nee, ich habe Angst, dass ich irgendwie Beleber nochmal benutze. Aber irgendwann ist auch mein Erdbeben alle. Quatsch. Nee, ich kann noch einmal angreifen. Nochmal Erdbeben. Ich habe nämlich Angst, dass er Turbo-Tempo benutzt oder dass er mich auch mal volltreffert. Ich mache jetzt einfach, ich mache auf Stärke. Danke. Danke. Und jetzt Bisaflor. Ich wechsle das Pokémon nicht. Relaxo, komm. Komm. Erdbeben. Erdbeben. Fuck. So, Wachstum, okay. Dann habe ich noch eine Chance, Beleber. Und zwar Dodri. Oh, scheiße, Sonntag. Und Dodri nochmal heilen. Ja, und mach dich noch stärker. Und Hypertrank und Tauros heilen. Jetzt habe ich noch drei aufgepowerte Pokémon. Und mit denen muss ich das jetzt machen. Okay, ich habe noch zwei. Und Bohrschnabel oder Triplette? Ich mach Bohrschnabel. Bitte. Komm. Tauros, bitte. Sei mein Held und... Sei mein Held und zerstöre es. Sei mein Held. Oh, ja. Danke, es kann nicht sein. Blablabla, ist mir egal. Komm, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ja, Professor Eich, danke. Tschüss. Ja. Ja, ich hab's geschafft. Yay. Hup, hup. Und somit haben wir Porygon, Tauros, Relaxo, Snobelikat und Knuddeluff und Dodri. Und wir haben den Normalrun geschafft. Und ja, Gary ist böse. Und ja, wir haben es geschafft. Juhu, Credits. Yippie, yahoo. Ja, mein Resümee. Geil. Also, ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffe. Weil am Anfang sah es wirklich ziemlich bescheuert aus. Vor allem in den ersten drei Folgen. Ja, drei Folgen. Das erste mit Ratzfatz, was wir gar nicht geschafft haben mit Rocco. Dann die Fails im Mondberg mit Pummeluff. Aber dann ging's eigentlich. Also, ich hab's dann eigentlich so gut hingekriegt. Das Einzige, wo ich dann nochmal so ein bisschen abgekackt war bei Koga und im Pokémon-Haus. Aber sonst war eigentlich alles in Ordnung. Ende. Super. Und damit würde ich sagen, das zweite Projekt ist besiegt. Geschafft. Und... Ja, Eis, zurück. Ja, du hast 23 Pokémon gefangen, du musst dich mehr anstrengen. Ja, mein richtiges Resümee, also das war jetzt ein bisschen kurz, ich wollte das jetzt noch schnell beenden, wird dann wahrscheinlich noch mal in einem Extra-Video kommen oder so, keine Ahnung. Also das war's erstmal für heute, für immer mit Pokémon Rot, Feuerrot, Normaltyp Run. Wir sehen uns dann beim nächsten Projekt. Ich bin Heracross Ace und sage, bis dann Leute und ciao, ciao. Heracross Ace, Ende. Ja, hallo Leute, willkommen nochmal, das
Zeug hier wird jetzt nochmal direkt an die Pokémon, an die letzte Pokémon Rot Feuerrot Folge drangehangen. Ich möchte einfach nur nochmal mein Resümee dazu abgeben. Mir hat dieser Run, dieser Normal-Typ-Run, sehr gut gefallen. Ich hatte sehr viel Spaß dran, weil es wirklich eine neue Erfahrung war, mit nur Normal-Pokémon zu kämpfen. Obwohl ich eigentlich keine Unterschiede gemerkt habe, weil die ganzen Normaltypen dann doch noch ein paar Attacken hatten, die mir geholfen haben. Hätten sie nur Normalattacken gehabt, dann wäre ich, glaube ich, verloren gewesen. Ja, der Run an sich war, fand ich sehr schön. Auch ich bin eigentlich sehr gut durchgekommen. Die einzigen Probleme, die ich halt hatte, waren am Anfang mit dem Ratzfatz, was ich dann ja schnell wieder aufgegeben habe, und dann mit Pummeluff im Mondberg hatte ich auch so ein paar Probleme. Und dann halt so ein bisschen mit Koga, aber das ging ja alles. Und ja, ich möchte mich nochmal bedanken für die, die zugesehen haben. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch angekommen ist, weil ich das ja alles schon voraufnehme. Also ich meine, ich bin jetzt schon einen Monat eher fertig, als es eigentlich kommt. Und ja, das nächste Projekt ist wahrscheinlich schon der Mache. Pokémon Schwarz und Final Fantasy werden weiterkommen. Das Projekt, was dann nach Kirby's Adventure kommt, wird, weiß ich noch nicht, keine Ahnung, was es ist. Und ja, Pokémon Schwarz wird wieder als Hauptprojekt sein. Ich wollte es jetzt nur nicht bei den Hauptprojekten haben und Pokémon Feuerrot ebenfalls. Das heißt, deswegen ist es so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Aber jetzt ist es wieder normal. Das heißt, es geht wieder richtig los. Ich bedanke mich noch einmal fürs Zusehen und ich sage, ich bin Heracross Ace. Ich bedanke mich und wir sehen uns beim nächsten Projekt. Heracross Ace, Ende.